Digitalisierung, alternative Antriebe, Elektromobilität, neue Mobilitätskonzepte. Wir befinden uns in einem rasanten Wettlauf weltweit. Das Leitmotiv dafür haben wir hier gewählt mit Zukunft erleben. Ob Hersteller oder Zulieferer, ob Automobil-, IT- oder Tech-Branche, ob etabliert oder Start-up, diese IAA lässt die traditionellen Branchengrenzen hinter sich. 228 Weltpremieren, 64 Europapremieren. Das ist ein beeindruckendes Innovationswerk von Ihnen, liebe Aussteller aus aller Welt. Ich freue mich sehr, dass Sie zu dieser IAA-Eröffnung gekommen sind. So viele führende Unternehmensvertreter aus aller Welt. Sie begrüßen wir ebenso herzlich wie die Vertreter der Beschäftigten und der Gewerkschaften, die an unseren Zukunftsprojekten arbeiten. Eine ganz besondere Freude und Ehre ist es, Sie, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, hier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Dass Sie inmitten eines strapaziösen Wahlkampfs den Weg zu uns gefunden haben, das ist für uns ein wichtiges Zeichen. Der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft ist wichtiger denn je. Und ich will es ganz offen sagen, meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, Herr Ministerpräsident, meine Herren Minister und Abgeordneten, wir haben es Ihnen in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer leicht gemacht. Und wir wissen genau, diese Monate sind geprägt auch von Kritik und Missbrauen gegenüber unserer Branche. Deshalb möchte ich Ihre Anwesenheit nutzen, um noch mal eines sehr klarzustellen. Und ich sage das nicht nur für Einzelne, sondern für alle aus unserer Industrie. Wir wissen genau, dass in einzelnen Unternehmen unserer Branche im Inland und Ausland gravierende Fehler passiert sind. Fehler, die nicht hätten passieren dürfen. Fehler, die auch unserem Selbstverständnis widersprechen. Aber Fehler, die wir erkannt haben und denen wir mit aller Konsequenz nachgehen. Wir sind uns bewusst, dass Vertrauen verloren gegangen ist. Und dieses zurückzugewinnen, ist unser zentrales Anliegen. Und sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, für alle, die in unserer Industrie Verantwortung tragen, kann ich sagen, dass wir nicht nur technische Fragen optimal lösen wollen. Integrität auf allen Ebenen hat für uns den gleichen Stellenwert. Seien Sie versichert, dass die Verantwortlichen unserer Unternehmen viele selbstkritische Fragen stellen. Die große Mehrheit, kleine und große Unternehmen, alle sind hier vertreten, ist sensibilisiert dafür, ihr hohes Integritätsniveau zu halten. Und andere arbeiten mit allem Nachdruck an der Aufarbeitung von Fehlern und ziehen die notwendigen Schlüsse. Ich habe nur eine Bitte. Keine Pauschalurteile über diese Industrie. Hier sind 1000 Unternehmen vertreten. Allein im VDA über 600 Unternehmen, über 800.000 Beschäftigte. Und ich glaube, ich darf sagen, die setzen sich mit großem Nachdruck ein für die Zukunft unserer Industrie. Sie sind ehrlich und anständig. Und deswegen sind wir alle daran interessiert, dass Differenzierung Oberhand gewinnt gegenüber dem Pauschalen. Und auch deswegen freuen wir uns, dass Sie da sind, um bei dieser Messe die Wege in die Zukunft zu sehen, die wir gemeinsam gehen. Meine Damen und Herren, selbstverständlich ist es auch unsere Aufgabe, die Luftqualität weiter zu verbessern. So haben, das wissen Sie, die deutschen Pkw-Hersteller zugesagt, über 5 Millionen Diesel-Pkw in Deutschland nachzurüsten. Das Ziel ist, die Stickoxidemissionen dieser Fahrzeuge im Durchschnitt um 25 bis 30% zu reduzieren
und mit der Umstiegsprämie ein zusätzliches Zeichen zu setzen, um den Fahrzeugbestand in Deutschland zu erneuern. Die Flottenerneuerung forcieren und die modernsten Euro 6 Fahrzeuge auf die Straße bringen. So kann der technologische Fortschritt einen sofortigen und effektiven Beitrag für eine bessere Luftqualität und für den Klimaschutz leisten. Und von einem sind wir überzeugt, und wir wissen uns da mit Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, auch einig. Innovative Zukunftsstrategien sind allemal besser als pauschale Fahrverbote. Meine Damen und Herren, der moderne Diesel gehört zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Antriebsmix. Die neueste Technologie zeigt, dass die Schadstoffgrenzwerte sowohl auf dem Prüfstand als auch auf der Straße eingehalten werden. Und wir wissen auch, die Luft in den deutschen Städten ist heute sauberer als je zuvor und weit besser als in vielen Ländern der Welt. Die Emissionen des Straßenverkehrs sind bei uns derzeit 70% niedriger als zu Beginn der 90er Jahre, obwohl das Verkehrsaufkommen zugleich erheblich gestiegen ist. Entsprechend messbar sind auch die Fortschritte, die wir mit Blick auf die extrem anspruchsvollen europäischen Emissionsvorschriften erzielen. Erstmals werden 2017 an den deutschen Straßen die Vorgaben zur stündlichen Höchstgrenze eingehalten. Übrig bleibt, und das ist natürlich ein Thema, das wir ernst nehmen, der durchschnittliche NO2-Grenzwert, der an einzelnen Messstellen überschritten wird. Auch wenn wir alles tun, das zu verändern, Fragen sind erlaubt. Ist es denn ein kluges Regulierungskonzept, wenn auf der Straße nur 40 Mikrogramm erlaubt sind, für Büroräume ein Richtwert von 60 Mikrogramm gilt und für Gewerbe und Industrie gar ein Arbeitsplatzgrenzwert von 950 Mikrogramm? Müssen wir uns nicht Fragen stellen, wenn selbst die strenge amerikanische EPA, die Umweltbehörde, für die Straße einen Grenzwert von 100 Mikrogramm vorsieht? Hätten wir den in Deutschland, hätten wir an keiner Messstelle mehr ein Problem. Meine Damen und Herren, was man auf dieser Messe sieht wie nie zuvor, sind Lösungen für die Zukunft. Zu diesen Lösungen gehören auch klimaneutrale Kraftstoffe. E-Fuels auf der Basis regenerativer Energiequellen wie Sonne und Wind können einen entscheidenden Beitrag leisten zur langfristigen Zukunft des Verbrenners. Aktuell widmet sich die Deutsche Energieagentur DENA diesem Thema in einer Studie. Bereits jetzt zeigt sich, E-Fuels können einen wichtigen Beitrag leisten, klimaneutral für die Zukunft eines emissionsfreien Verkehrs. Auch der Erdgasantrieb darf an dieser Stelle nicht vergessen werden. Eine Verbrennungstechnologie, die auch von Umweltorganisationen gelobt wird. Das zeigt, diese IAA gibt den Verbrennungsmotor nicht auf, aber sie zeigt gleichzeitig mit großem Tempo die neuen Wege. Und ich bin gestern bei vielen Unternehmen gewesen, nationalen und internationalen, und überall spürt man das Gleiche. Es gibt aktuell kein Geschäftsmodell, das nicht hinterfragt wird. Niemand verharrt im Status quo. Und natürlich will keiner abgehängt werden. Deshalb laufen in allen Betrieben, Hersteller und Zulieferer, gewaltige Umbruchprozesse, Disruption, wie wir sie zuvor nie erlebt haben. Angesichts dieser Dimension des Wandels ist es umso wichtiger, den technologischen Transformationsprozess politisch klug zu flankieren. In Europa sind Hersteller und Zulieferer längst über die Landesgrenzen hinweg untrennbar miteinander verbunden. Wir investieren mit enormem Aufwand in die Elektromobilität. Rund 40 Milliarden will allein die deutsche Automobilindustrie bis 2020 für die Elektromobilität aufwenden. Im gleichen Zeitraum werden die deutschen Automobilhersteller ihr Modellangebot an E-Autos mehr als verdreifachen, von derzeit 30 Modellen auf knapp 100. Auch die Brennstoffzelle hat große Sprünge gemacht. Sie ist ebenfalls ein Baustein für die Mobilität von morgen. Klar aber ist auch,
Ohne eine funktionsfähige Infrastruktur wird die Elektromobilität den Durchbruch in den Massenmarkt nicht schaffen können. Die Aufgaben, die sich dabei im regionalen und städtischen Raum stellen, kennen Sie, lieber Herr Ministerpräsident Bouffier, und Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Fellmann, nur zu genau. Seien Sie uns herzlich willkommen. Übrigens zeigt uns ein Blick auf die Ladepunkte in verschiedenen Städten, wie unterschiedlich entwickelt die Ladeinfrastruktur auch in Deutschland inzwischen ist. Hier liegt Frankfurt mit einem Wert von weniger als 0,1 im deutschlandweiten Mittelfeld. Berlin oder Hamburg liegen bei über 0,2. Andere internationale Städte sind aber weiter vorn. Oslo und Amsterdam, San Francisco knapp 4. Das heißt, ich glaube, wir sind uns gemeinsam hier bewusst, wir wollen Leitanbieter bleiben und wenn es geht, Weltmarktführer werden. Aber wir brauchen die gemeinsame Anstrengung der Politik durch Ladeinfrastruktur, die noch verbliebenen Engpässe zu überwinden. Und Frau Bundeskanzlerin, deswegen sind wir sehr dankbar, dass die Bundesregierung Voraussetzungen dafür geschaffen hat mit dem 300-Millionen-Programm, dass wir bald eine leistungsfähige Infrastruktur bekommen. Meine Damen und Herren, keine Emissionen, das ist unser visionäres Ziel für die Zukunft. Unfallfreiheit ist ein weiteres. Der Weg dorthin führt über die Digitalisierung. Ihre Chancen und Potenziale vollständig zu nutzen, das erfordert neue Kooperationen. Auto-, IT- und Tech-Firmen. Wir können viel voneinander lernen. Wir können unser Know-how verschmelzen, um die besten Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir bei dieser IAA eine Präsenz von IT- und Digitalunternehmen haben wie nie zuvor und dass wir diese Präsenz auf den Ständen sehen, der Hersteller und Zulieferer, aber auch in unserer neu geschaffenen New Mobility World. Disruptiv, innovativ und dialogbereit, das sind die Tugenden, die ein erfolgreicher Mobilitätsdienstleister mitbringen muss. Und dazu brauchen wir politische Leitplanken. Sehr geehrter Herr Bundesminister Dobrindt, wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihr Engagement, Deutschland zum Leitmarkt für vernetztes und automatisiertes Fahren zu machen. Zusammen sind wir mit 7 Meilenstiefeln unterwegs und begegnen dabei natürlich auch vielen neuen Fragestellungen. Mit der Ethikkommission, die Sie ins Leben gerufen haben, sind wir an dieser Stelle ein internationaler Vorreiter. Und ich darf sagen, für den VDA, wir sind auch ein bisschen stolz darauf, dass eine jüngste internationale Untersuchung ergeben hat, dass 52% aller Patente zum automatisierten Fahren in der Hand deutscher Hersteller und Zulieferer ist. Das macht uns nicht nachlässig oder faul. Das treibt uns nur noch mehr an, bei dieser Entwicklung an der Spitze zu bleiben, weil wir wissen, dass automatisierte und digitalisierte Fahrfunktionen für unsere Metropolen neue Chancen für mehr Effizienz und mehr Sicherheit bieten. Wie das übrigens in der Praxis aussieht, das können die Besucher in den nächsten Tagen auf der IAA erleben, auf der zentralen Freifläche der sogenannten Agora, wo man das erste Mal sehen kann, wie ein Auto ohne Fahrer von 70 Kilometer auf null in wenigen Metern herunterbremst und wo man automatische fahrende Fahrzeuge erleben kann. Sozusagen ein Blick auf die von Violina angefragte Perspektive für die Zukunft. Dass wir dafür gemeinsame Datenkonzepte brauchen, die wir zwischen Herstellern und Zulieferern in der deutschen Automobilindustrie zusammen mit unseren europäischen Partnern abgestimmt haben, muss ich nicht lange erwähnen. Zusammengefasst, meine Damen und Herren, dieses ist eine hochinnovative IAA. Auf allen Ständen Begeisterung für die Zukunft und gleichzeitig kritische Selbstreflexion.